Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf diesem Marsch. Wir verkaufen ein bisschen Gerste und wir werden gleich mal unseren Saatgut-Freund auffüllen. Da kam nicht gerade die Meldung, dass er leer ist. Mit dem Mais. Typisch. Und gleich die merken. Ja. Ohne wie er zur mittleren Spur geht. Wir müssen den einklappen. Wo geht da bloß ab? Da will ich ein bisschen. Ach, die kleinen Dinger. Gut. Na. War das faul? Ach, jetzt geht besser. Ach, mit dem Auftrag zurückdrehen. Jetzt brauchen wir nur einen Sarg und holen. Der ist so laut. Ein Liter Mod. Der steht etwas ungünstig. Wenn man jetzt voll fahren lassen würde, wäre die Richtung so gar nicht mal so schlecht verkehrt. Also ungünstig eigentlich. Aber ich fülle noch selber auf. Ja, der Tank ist ein bisschen klein. Wir müssen mal eingucken, ob wir einen größeren kriegen. Mehr Ladevolumen. Dünger ist ja okay. Die passt, aber. Sag's ein bisschen. Großen Felder da ein bisschen anzusehen. So, dann wir gleich hier vorne wieder einsteigen. Hier hat er die ordentliche Gruppe, der Gruppefahrer. Na egal. So. Klapp mal aus. Wie das so geht, ne? So, schauen wir mal, am nächsten passenden Wegpunkt müsste eigentlich den Kurs anlegen. Genau. Machen wir den Deckel zu, wenn es geht. Aber gut, ich muss mich anlegen. Gut, das können wir jetzt mal. Ja, das passt schon so. Um unseren Verkauf kümmern. Also, wie er so funktioniert, aber ich glaube nicht gut. Lassen. Ja, das ist hier kurz. Ja, ist der Vito. Aber der Kurs ist nicht gut, da wenn wir anderen her einfahren bei dieser Gelegenheit. Aber der war einfach zu Temperatur 40, 65. Das geht an, mit Rot oder Gelb, Warnung. Immer den Lüfter anmachen, klein. Der Luft fehlt hier. Ist draußen heiß geworden. Heute haben wir aktuell draußen fast 34 Grad.
Runde ist ja ganz gut eingefahren, nur leider habe ich mich verfahren, ne? Zu weit weg. Macht er auch allein normalerweise. Ja, was macht unser Gras? Ist der reif? Das sieht ganz gut aus. Gras. Gelb. Lang nicht so, wie es sein soll. Was ist noch 12? Blau, sieht man nicht Gutes. Zwiebel oder so. Dinkel. Dinkel wäre nicht schlecht. Und Kostatfeld. Ups, Vermögen. Können wir nicht leisten. Tja. Ansonsten haben wir nichts zu tun weiter, ne? Wir können ja mal eine Mission schauen. Was haben wir denn da? Ballen pressen, ernten, düngen, düngen, ernten, transportieren. Dünger haben wir. Dünger ist ganz lukrativ. Feld 14. Gut. Mitresche. Düngen. Düngen haben wir hier. Feld 14. 14, 14. Wo ist 14? 11. 10, 8. 13. Ah. Vor meiner Haustür. Machen wir mal schnell. Ups, vorbeigefahren. Können wir gleich starten, ist ja eh voll. Und gleich so starten, als wenn das Feld uns gehören würde. Das heißt, im Grunde jetzt geradeaus, ist ja auch schon mal richtig. Und da würde ich eigentlich immer ranfahren, vorne links. Gut, schauen wir mal. Nichts beginnen. Keine. So, 14. Rundherum. Ja, zwei reichen ja auch. Lohnkosten. Speichern. Düngen. Feld 14. So, genau die volle Länge damit durch, ne? Da haben wir den Timer nicht gedrückt. So, der ist verkauft. Können wir gleich eingreifen? Oh, wo gerade lenken. Ja, wenn wir beim Bäcker nämlich rechts abbiegen. Links, links und rechts. Lassen, jetzt fahren wir hier ab. Hier hätten wir abfahren müssen. Wäre das gut gewesen. Okay, dann fahren wir mal zurück. Noch ein bisschen Geld verdient.
Ich war zu schnell. Wieder zu mähen ist ein bisschen zu früh, weil er im Prinzip noch, es kann noch wachsen, es muss noch wachsen, sonst kommt da nicht genug bei raus. Das ist alles Wachstum an, aber was ist dann? Aber ein bisschen Mott drauf, aber hier kann ich aus. Dann fährt mal rechts hin. War schon so. Kontrollieren wir gleich mal. Düngen 17%. Aus. An. Fahrtenstern aus. Wie sieht das aus? Wieso ist eigentlich Wachstum jetzt wieder normal? An. Wir kaufen, Mist kaufen es aus. Normal. Aus. Okay, aus, ja, ist okay. Okay, Wachstum ist noch normal. Speichern wir mal. Dann werden wir mal kurz schauen. Wann das Wachstum jetzt näher kommt bei Gras, ne? Erntereif, gedüngt, muss gepflügt werden, Kalk. So. Erntereif, auch gedüngt nur 0%, naja gut. Das war ja eigentlich schon nicht mehr ein Wachstum. Muss gepflügt werden. So, was haben wir hier? Gras in knappe 3 Stunden. Mais auch 3 Stunden, dann mit Gas geben. Gas geben heißt Gas geben, ne? Vorgewässert, dann haben wir, naja, mal 5 geht man schneller, ne? Risiko. Unser Düngerfutzi. Gut aus. Für 3 Stunden im Spiel, dann haben wir mal 5, doppelt so, ich hab mal so schneller, ne? Also sind 3 Stunden, nicht 3 Stunden in dem Sinn, ne? Ja, mal schauen. Wir müssen mit neuer Karte immer in den Rhythmus reinfahren wieder, dass wir das wieder hinkriegen. Was wir noch machen können ist, wir müssen ja nachher auch Zeit haben. Das heißt, wir brauchen den Traktor. Der hat ein Gewicht, den hängen wir den aus. Und wo wir den Zettel. Und dann können wir gleich Heu machen. So, hier ist einmal der Schwatte und dann kommt der Zettel. Hat er auch wieder schräge gestellt. Wo war das? Ja. Wir wollen ja Heu machen, ne? Heu. So, dann haben wir noch Hück. Traktor auf Getreide. Geht noch. So.
Liste. Da haben wir auch schon mal vorbereitet. Oh, steht mir da am Schild. So, was haben wir jetzt Schönes? LKW. Wir haben unser mal Autoload-Anhänger, die vorne wegfahren. Und dann mit dem Blatt schaffen wir. Zu Erden ist eh noch nichts. Wo ist er denn? Da. Ich sag, wenn der Düngerfutzi fertig ist, ist Feierabend. Hab jetzt so keine Zeit genommen. So, die stellen wir auch mal genau neben unserem Viehwagen. Passt. Können wir mal stehen lassen. So ein Dünger. Sag gut, noch 25%. Machen wir Licht aus. Wie gesagt, in der nächsten Folge geben wir auch unseren Düngerfahrer, ob der bald fertig ist. Auch nicht schlecht, ne? Sechs Minuten noch. So, überlegen. Zum Überladewagen für Saatgut. Mal schauen, was wir reinkriegen. Das ist interessant hier. Davon zwei Stück und du bist ausgesorgt. Oder hier. Der hat eine 25.000 und der hat 60.000. Akkuleiner hat 31.000. Kann alles laden. Überladewagen habe ich jetzt hier nicht dabei. Weiß auch woanders. Eher bei denen. Für Saatgut. Ja, hier zum Beispiel. Kann auch alles fahren, aber auch Saatgut. Und dann kann man hinten entsprechend ranfahren. Der kostet nur 27.000, eigentlich billig. Oh ja, ich bin müde. So gar nicht. Oh. So, oh, der macht. Ja, mal gleich voll fahren wollen. Reicht nämlich gar nicht. So, der hat zugemacht, ne?
schnell auffüllen. Hier hätten wir jetzt eine Führungskurse anbieten. Da das jetzt Dienstag das war ja wieder oberpeinlich. Am Donnerstag sage ich erst Sonntag und dann Freitag und nach beides verkehrt. Wenn man die Fallen nicht richtig zählen kann, ist es blöd. Aber hier wäre es Dienstag. Montag beginnen die neuen Folgen. Schön daneben, aber egal. Ich habe ja später vor, eine Saatgutfabrik zu bauen, zu kaufen und zu platzieren. Dünger. Noch einen weiteren Kuhstall. Aber erstmal die Rinder aufstocken auf 500. Aber wie gesagt, ich muss noch mal sehen, dass wir ein Maisfeld ausgesät bekommen. Silo gestellt bekommen. Da weiß ich auch noch nicht wo. Hat mir noch nicht entschieden. Aber wahrscheinlich in der Nähe vom Kuhstall. Wird das mehr oder weniger für den Eigenbedarf machen? Die Reifen auch nochmal rüber. Oh, ein pinker Luftballon. Da wieder auf Pink gestanden. So. Dann fahr reinschauen. Auf geht's, Junge. Kennt ihr nichts, ne? Wachstum, gedüngt 50%. Achso, hätte ich vorher, habe ich vorher nicht gedüngt? Nö. Habe ich nicht. So, Mais in 2,5 Stunden. Ah, der Feld ist fertig. Das speichern wollte ich nicht. Überzwischen. Mir sparen, ne? So, Feld fertig, abrechnen. Kuhstall, ja, Wasser muss ich noch reinkippen. Achso, ja, Mission. 17.000. Auffüllen. So, liebe Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Ich sage mal Dankeschön. Ich freue mich genauso viel für ein Abo. Da bin ich euch sehr dankbar für. Auch wieder mal gerne reinschaltet. Anregungen, Kritik. Gerne in die Kommentare einschreiben. Wenn es machbar ist und möglich ist, werde ich drüber schauen, was geht. So, und dann werden wir jetzt mal den Aufnahme beenden. Dann sagen wir Tschüss und Winke, bis dann. Ciao, ciao.